Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Covid-19-Erkrankungen sind gravierende, lebensbedrohliche Erkrankungen, vor denen man sich schützen muss, die man ernst nehmen muss und die uns in vielen Dingen noch Fragen stellen, die bis heute nicht geklärt sind. Und solange ist große Vorsicht geboten und sicher angebracht, auch Schutzmaßnahmen der Bevölkerungen durchzusetzen. Mein Name ist Johannes Friedmann, ich bin Leiter des Standortes Lüdenscheid des Instituts für Pathologie der Universitätsklinik Köln. In der Pandemieverbreitung hoffentlich keine, aber bei der Aufklärung des Krankheitsgeschehens spielen sie, denke ich, schon eine Rolle. Normalerweise werden durch Obduktionen Todesursachen aufgeklärt von Erkrankungen, die lehrbuchgängig sind, die wir im Allgemeinen alle kennen, die aber klinisch zu Lebzeiten nicht erkannt werden. Insofern sind wir mit den klinischen Obduktionen ein Qualitätssicherungskonzept und eine Qualitätssicherungsmaßnahme halten wir vor für den Kliniker, der damit seine zu Lebzeiten gestellten Diagnosen und Therapieregime überprüfen kann, wenn er das will oder die Angehörigen das wollen. Hier war eine Besonderheit gegeben, weil es sich um ein ja bisher in dieser Ausprägung unbekanntes Krankheitsbild für uns alle handelte. Und das war eine besondere Herausforderung, weil wir mit dem Anspruch an die Obduktion herangegangen sind, dort möglicherweise einen Schlüssel zu finden zur Erklärung dieses sehr rasant verlaufenden bedrohlichen Krankheitsbildes. Und das hat eigentlich einen forscherischen Aspekt, der natürlich in der Routinediagnostik sonst nicht so im Vordergrund steht bei uns Pathologen, bei anderen Klinikern auch nicht. Dass das natürlich sicher am Patientengut bzw. der Vorgeschichte hängt, ob man das so oder so beantwortet, das war eine der Grundlagen dafür, dass wir eine allgemeine Umfrage bei den Pathologen gemacht haben, um diese Frage zu klären. Sie wissen aus der Presse, dass die Hamburger Kollegen in der Rechtsmedizin zunächst ja davon ausgingen, dass das überwiegend sehr schwerkranke Patienten waren, die der Krankheit erlegen sind. Und wir wollten nun wissen, ob bei den Pathologen, die klinische Obduktionen durchführen, also in der Regel Krankenhauspatienten, die vorher intensivmedizinisch behandelt worden waren, nicht ausschließlich, aber überwiegend, ob die diesen Eindruck auch hatten, dass man mit und nicht an Corona stirbt. Und so war die Umfrage auch angelegt. Und wir haben ganz bewusst bestimmte Konstellationen bei unserer Umfrage zugrunde gelegt, die wir bei den 154 Instituten, die dann geantwortet haben auf die Anfrage, auch exakt beantwortet wurden. Bei dieser Umfrage haben wir 5 Kategorien abgefragt, immer danach ausgerichtet, dass wir gefragt haben, gab es einen positiven Test zu Lebzeiten für Corona, ja oder nein? Haben wir typische Organbefunde gefunden, die für diese Erkrankung sprechen oder haben wir sie nicht gefunden? Und haben wir den Eindruck als Pathologen bei Abwägung aller Organbefunde, die wir erhoben haben, ob die Covid-Infektion mit den entsprechenden Organveränderungen die im Vordergrund stehende Todesursache war oder nicht? Und dann haben wir als Antwort bekommen, dass in 82% der Fälle bei Patienten mit positivem Test zu Lebzeiten typische Organbefunde wie bei einer Covid-Infektion gefunden werden konnten und dass die auch die Todesursache waren. Das waren also 82% aller 139 Obduktionen, die daraufhin geprüft werden waren und die in die Kategorie passen. Und darüber, ob Corona die überwiegende und im Vordergrund stehende Todesursache war oder nicht, hängt davon ab, wie die anderen Organbefunde von uns begutachtet und eingeordnet werden für ihre Bedeutung beim Todesursachengeschehen. Das ist eine empirische Erfahrung, die wir durch andere klinische Obduktionen ja über Jahre gesammelt haben. Und wir haben eine Vorstellung davon, wann ein Körper durch die verschiedenen Defizite seiner Organe an die Grenze kommt, um weiterleben zu können. Und das muss man im Einzelfall dann abgleichen und das haben wir getan.
Grund war für mich die Tatsache, dass Patienten, die sehr akut erkrankt waren, nicht in beiden Lungen das Vollbild einer sogenannten Schocklunge hatten, sondern dass diese Erkrankung, die wir vom Prinzip her in ihrem Aufbau durchaus kennen, im Zusammenhang mit bakteriellen Erkrankungen und mit einem Kreislaufschock auch kennen, als sogenannte Schocklunge, dass diese morphologischen Veränderungen im Lungengewebe herdförmig akzentuiert vorkommen. Und man nebeneinander eine frühe und späte und mittlere Entwicklungsphase dieses Lungenreaktionsmechanismus finden konnten. Das war ein ungewöhnlicher Befund und mir bisher so nicht bekannt. Und das war sehr spannend. Und dann war natürlich auch sehr spannend, dass die Anästhesisten bei uns, die gegen diese Krankheit gekämpft haben, sich wirklich bei jedem Todesfall sehr bemüht haben um die Zustimmung der Angehörigen und die auch bekommen haben. Und wir dann direkt mit sehr engem Kontakt mit den klinischen Kollegen das Krankheitsbild analysieren konnten. Das heißt, wir hatten alle Labordaten, die Kliniker kamen zu uns runter, was sie bei uns Gott sei Dank regelmäßig tun, wenn wir Obduktionsbefunde demonstrieren. Aber in dieser Intensität und mit dieser guten Vorbereitung über den Krankheitsverlauf war das schon was Besonderes. Und man konnte dann auch ganz gut das, was die Kliniker bei der Behandlung und mit ihren Laborwerten erkannt haben, im Gespräch über die Organbefunde nachvollziehen und im Krankheitsverlauf an den Organen auch demonstrieren und erklären zum Teil. Also das war was Besonderes.